Hallo meine Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Brawny TV. Ich starte heute mit meinem neuen Format in meiner neuen bzw. alten Wohnung. Und zwar wird das Glücksrad entscheiden, welchen Film ich als nächstes sehen werde und werde dazu auch ein kleines Review verfassen. Entschuldigt noch bitte den Ton hier drin. Ich habe noch nicht viel drin in der Wohnung und habe auch keinen Schallschutz im Moment. Deswegen hoffe ich, ihr könnt es mir ein bisschen verzeihen. Ich würde sagen, wir starten direkt rein in das Glücksrad und wie es funktioniert, werdet ihr dabei schon noch sehen. Das erste Glücksrad ist dazu da, um auszuwählen, bei welchem Streaming-Anbieter ich den Film schauen werde. Und zwar ist das Disney Plus. Um mir das Ganze etwas zu erleichtern, werde ich den jeweiligen Film auf Letterboxd raussuchen, da hier die Aussortierung der jeweiligen Filme meiner Meinung nach mit Abstand am besten ist. Gewählt wird natürlich ein Film, den ich noch nie gesehen habe. Als zweites wird dann das jeweilige Genre gewählt und in diesem Fall wird es ein Animationsfilm. Also habe ich meine Auswahl hier natürlich ein bisschen weiter eingeschränkt und wie man hier gleich sehen wird, ist die Auswahl dann schon definitiv ein gutes Stück kleiner. Aber wie geht es jetzt weiter? Als nächstes sortiert die Letterboxd-Wertung weiter aus und ich werde einen Film sehen mit einer 3,5er Wertung oder weniger. Den nächsten Teil habe ich euch gefasst vorwartet, denn es ist echt nicht leicht, sich hier eine Wertung rauszusuchen, da Letterboxd das leider nicht anbietet, dass ich hier eine Wertung von, ich habe mir dann ausgesucht, 3,1 bis 3,5. Leider ging das hier wie gesagt nicht, also habe ich hier alles händisch irgendwie raussuchen müssen. Unter anderem habt ihr gerade vielleicht gesehen, dass ich mir einen Film dann noch googeln musste, weil ich nicht wusste, ob es einen Film war, den ich denn nicht vielleicht doch schon gesehen habe. Aber das war nicht so und so seht ihr gleich meine Auswahl. Und hier seht ihr meine Auswahl und zwar ist es entweder Titan, AI, Pinocchio, Peter Pan, Buch des Lebens, Bob. Und hier seht ihr meine Auswahl. Dumbo, Onward, Dornröschen, Toy Story 4, Peanuts, der Film, Bob's Burger, der Film, Buch des Lebens, Peter Pan, Pinocchio oder Titan, AI. Welcher Film wird es wohl werden? Wir sehen es gleich. Yes, es wird Toy Story 4, Gott sei Dank der Film, den ich mir hier auch gewünscht habe. Toy Story 4 ist also der Gewinner. Wir sehen uns also in einer Stunde und etwa 40 Minuten wieder. Bis gleich. A few moments later. So ihr Lieben, da bin ich wieder. Also Toy Story 4 hat meine Erwartungen tatsächlich mehr als erfüllt. Erstmal optisch grandios, wie sie es geschafft haben, alles noch detaillierter zu animieren und die Figuren nicht zu sehr, so dass sich alles in sich optisch irgendwie treu bleibt und trotzdem drumherum der Regen, der Wald, alles sieht so unglaublich viel besser aus als in den ersten Teilen. Das haben sie wirklich ganz, ganz hervorragend gemacht. Aber worum geht's eigentlich? Und zwar das neue Kind der ganzen Spielzeuge von Buzz und so weiter geht jetzt in die Schule, den ersten Tag, und Woody geht aber mit und er will ihr helfen, irgendwie mit diesem ersten Tag klarzukommen. Und er schafft das auch, sie irgendwie zu animieren, und sie bastelt sich ein eigenes Spielzeug in der Stunde. Und zwar ein Göffel. Es ist wirklich tatsächlich dieses Plastikteil, das gleichzeitig eine Gabel und ein Löffel ist. Und sie macht dann so komische Dinger drumherum und
Ihr bester neuer Freund bzw. ihr liebstes Spielzeug ist ab sofort ein Göffel. Aber dieser Göffel denkt, er ist einfach nur Müll. Und Woody versucht jetzt, diesen Göffel beizubringen, dass er einfach ihr Spielzeug ist, ihr neues Lieblingsspielzeug, und er ist dafür da, damit sie glücklich wird. Aber das Ganze soll natürlich nicht so laufen, wie sich Woody das vorstellt, und sie erleben alle wieder jede Menge neue Abenteuer, und das Ganze wird auch teilweise wieder richtig emotional. Und das macht wirklich richtig Spaß. Wenn ich schon bei der Emotionalität bin, er ist nicht so krass wie der dritte Teil. Der dritte Teil ist, ich bin kein großer Animationsfan, aber der dritte Teil von Toy Story ist meiner Meinung nach einfach perfekt gelungen. Er verbindet einfach alles, was ich mir unter Filme vorstelle. Ich mag es und liebe es, wenn ein Film mir von jedem Genre jede Emotionalität mir irgendwo rüberbringen kann. Und das schafft Toy Story 3 vollkommen in aller Perfektion. Und Toy Story 4 kommt da aber echt gut dran. Der übrigens Toy Story alles hört auf kein Kommando heißt. Was sich da die deutschen Filmnamensgeber, Verleiher jetzt wieder dabei gedacht haben, keine Ahnung. Er heißt original einfach nur Toy Story 4, aber wie das bei uns in Deutschland halt eben so ist, wir vergeben immer noch mal einen scheiß Namen dazu. Ja, des Weiteren hat der Film leider, das ist ein großer Minuspunkt, es nicht geschafft, viele alte Spielzeuge mit nochmal in die Story mit aufzunehmen. Ich hätte mir mehr gewünscht von Rex oder von Mr. Kartoffelkopf und von Mrs. Kartoffelkopf und so weiter. Die gehören für mich einfach irgendwie dazu. Wir sehen eigentlich hauptsächlich nur Woody. Porzellinchen kommt wieder drin vor, die in den ersten Filmen eigentlich irgendwie gar nicht irgendwie wirklich wichtig und interessant war. Sie schaffen es hier aus Porzellinchen eine unfassbar interessante Figur zu formen. Und wir sehen Buzz natürlich noch, aber auch eher in einer Sidekick-Rolle. Und dann war es das auch schon eigentlich wieder. Aber was sie wiederum richtig gut geschafft haben, ist es, die neuen Spielzeuge mit einzuführen. Da ist ein Spielzeug zum Beispiel, das ist ein Hase, ein blauer Hase und ein gelbes Küken, die irgendwie so aneinander, so eine Plüschfigur genäht sind, und die zwei sind ein unschlagbares Duo. Die sind einfach urkomisch und machen so viel Spaß zusammen, das ist einfach nur grandios. Insgesamt schafft es der Film einfach wieder mal jung und alt gleichermaßen anzusprechen, mit demselben Humor, mit derselben Story, mit allem drum und dran, einfach nur perfekt. Und ich finde es echt schade, dass ich so lange gebraucht habe, bis ich diesen Film endlich mal gesehen habe. Aber darum ist es ja so geil, dieses neue Format, das Glücksrad entscheidet meinen nächsten Film, und hat mir auch bis jetzt schon richtig Spaß gemacht. Ich werde natürlich nicht immer so viel Glück haben, dass ich jetzt einen Toy Story 4 sehen werde, den ich im Übrigen nicht mit 3,5 bewerte. Ich glaube, mit 3,5 war er auch auf Letterboxd bewertet. Nein, ich gebe dem Film 3. Ich schreibe immer auf, Letterboxd habe ich auch 3,5 gegeben, aber ich glaube, ich tendiere eher zu 4 Punkten. Habe ihn jetzt auch schon ein bisschen ins Herz geschlossen. Weiß jetzt nicht, wie es über die Jahre wird. Ich glaube auch nicht, dass er weiterhin irgendwie anstinken kann gegen Toy Story 3. Aber insgesamt grandios, wie Pixar es geschafft hat, hier so eine Fortsetzung zu bieten. Und hoffe, dass es auch mit den nächsten neuen Filmen, die sie starten, vielleicht mal ein bisschen besser wird. Sie haben jetzt mit Elemental wieder einen Film, der gar nicht gut läuft. Und
Ich drücke die Daumen, dass es jetzt endlich so langsam wieder besser wird. Und ich hoffe, euch hat dieses Format gefallen. Ich hoffe, es war nicht alles zu holprig. Ich versuche mich weiterhin irgendwie zu finden und jetzt wieder endlich auch regelmäßiger Videos zu drehen. Hatte eine schwere Zeit, deswegen glaube ich, es wird alles wieder besser und interessanter. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Wenn ihr wollt, abonniert diesen Kanal, drückt die Glocke. Bis zum nächsten Mal. Ciao.